Liebe Leute, jeden Tag geht das Buch der Geschichte neu auf und wir schreiben gerade mit einem dicken Stift mit. Und das ist gut so. Eine Geschichte vom Einstehen für andere Menschen über tausende Kilometer hinweg. Einstehen für Menschen, denen es nicht ganz so gut geht wie uns. Wir haben ein Band gesponnen, das über 3000 Kilometer hinweg andere und uns trägt. Dieses Band ist 1000 Tonnen stark und kann 1000 Tonnen Hilfsgüter nach Griechenland bringen. Aber dieses Band verbindet nicht nur uns mit den griechischen Inseln, sondern es gibt uns und denen gleich Halt und verbindet uns etwas mit der Welt. Dieses Band gibt denen dort unten in den Zelten, in den kalten Zelten etwas Wärme und gibt ihnen etwas Würde zurück und nimmt sie etwas auf. Es nimmt ihnen etwas die Scham und erhebt sie in den Stand, auf dem wir schon unser Leben lang sind. Und dieses Band gibt auf der anderen Seite uns die Würde oder erhält uns die Würde, die wir fast verloren hätten, wenn wir länger vor dem Fernseher gesessen wären im Sessel und hätten uns nicht bewegt. Dieses Band gibt uns nicht nur die Würde, sondern dieses Band zeigt uns die Wärme. In einer Gesellschaft, in der wir dachten, sie sei etwas erkaltet, zeigt es uns neu die Wärme, die eigentlich vorhanden ist und die Kraft und die Stärke der Gesellschaft, in der wir leben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Es nimmt uns etwas die Scham, die wir empfinden, wenn wir Bilder von Moria oder von Karatepe sehen. Dieses Band flechtet sich aus ganz Deutschland zusammen und spannt ab Regensburg bis auf die griechischen Inseln. Dort verzweigt es sich wieder bis ins letzte Zelt, das wir hoffentlich mit Hilfsgütern versorgen. Dieses Band schreibt in dicken, fetten Lettern Europa. Und dieses Band, dieses herzliche Band, ist ein Versprechen. Ich bin sehr stolz, mit hunderten Helfern und mit tausenden Spendern an diesem Strang auf unserer Seite zu ziehen. Dafür will ich mich ganz herzlich bedanken für ein ganzes wundervolles Jahr. Heute, vor einem Jahr, haben wir begonnen, für diese Menschen einzustehen und uns gemein mit ihnen zu erklären. Heute hängen wir den 20. Container an dieses Seil und schicken den als Care-Paket über eine Brücke, über einen Strang dort nach Griechenland. Und morgen ist schon wieder Weihnachten. Ich freue mich, mit euch Weihnachten zu feiern, und zwar nicht nur morgen, sondern wieder jeden Tag das ganze nächste Jahr. Vielen Dank dafür. Frohe Weihnachten!